Pawlow mit einer emotionalen Rede auf. Mein ganzes Leben, sagt er, bestand aus Experimenten. Unsere Regierung ist auch ein Experimentator, nur auf einer viel höheren Ebene. Und ruft einen Trinkspruch aus auf die großen sozialen Experimentatoren. Dieser erneute Gesinnungswandel Pawlows verwirrt. Noch kurz zuvor kritisiert er gnadenlos die Sowjetmacht und plötzlich lobt er sie in höchsten Tönen. Vielleicht sollten wir eine Sache berücksichtigen. Als Bürger und russischer Patriot reagierte Pawlow sehr empfindlich auf wirtschaftliche, industrielle und militärische Schwächen des Landes. Er war ein Patriot und er sah, dass in Russland jetzt plötzlich wieder Ordnung unter Stalin einkehrte. Das Militär erstarkte, Russland erstarkte wieder, man war wieder wer. Ordnung und Disziplin waren zurückgekehrt und man gab vor allen Dingen sehr viel Geld für die Wissenschaft aus. Und da wollte sich Pawlow dann erkenntlich zeigen und er hat sich auch hat das Regime anerkannt und sich auch zum Teil lobend geäußert über die neue Regierung. Pawlow freut sich über die Aufgeschlossenheit der stalinischen Regierung gegenüber der Wissenschaft. Sie gibt viel Geld für Forschungszwecke aus, deutlich mehr als es vor der Revolution der Fall war. Diese Seite des bolschewistischen Experiments versöhnt Pawlow mit dem Regime. Doch die Haltung der Sowjetmacht gegenüber den Menschen ist für Pawlow inakzeptabel. Er wiederholt immer wieder, Terror und Gewalt erzeugen Reflexe der Angst, Gefügigkeit und blinder Unterwerfung. Genau das sind aber die Ziele der Regierung. Die Parolen über eine gerechte Gesellschaft sind nichts als eine Ablenkung für alle, die aufrichtig an den Sozialismus glauben. Hermann Mahler hingegen glaubt noch felsenfest an den Endsieg des Bolschewismus und bekräftigt es in seinem Brief an Stalin. Er entwirft sogar ein eigenes Szenario der Eugenikrevolution. Viele Mütter von morgen, die sich von religiösen Denkmustern befreit haben, werden mit Stolz ihr Blut mit dem Blut von Lenin oder Darwin vereinen und der Welt ein Kind schenken, das die biologischen Eigenschaften dieser Menschen geerbt hat. Stalin beantwortet den Brief nicht. Die neuen, alten Ideen des amerikanischen Wissenschaftlers finden beim Diktator kein Gehör. Eine Samenbank sollte gegründet werden. Aber mit wessen Sperma? Nehmen wir an, dass es eine Samenbank von Stalinisten sein sollte. Aber wer wusste es schon, wie lange jemand noch ein Stalinist bleibt? Wie fingen die Schuljahre 1937-38 an? Die Schüler erhielten ihre Lehrbücher und mussten mit schwarzer Tinte Fotos derjenigen wegretuschieren, die in Stalins Ungnade gefallen waren. So, würde man vielleicht das Sperma eines Staatsfeindes aufbewahren? Wie sollte man da vorgehen und eine Samenbank aufbauen, wenn diese alle 2 bis 3 Monate reformiert werden musste? Da konnte man ja nur Stalins Sperma aufbewahren. Aber er war kein besonders gesunder Mensch. Vor allem die Idee selbst. Wer sollte mit diesem Samen befruchtet werden? Vorzeigearbeiterinnen? Von denen gab es Millionen. Doch Stalins Ansicht war, dass einfache Leute sich mit Ebenbürtigen paaren sollten. Eingeschüchtert von zunehmenden Repressionen verlässt Mahler 1937 die UdSSR. In den folgenden Jahren werden die meisten sowjetischen Wissenschaftler Opfer des großen Terrors. Der Staat, dessen Parole die Erschaffung des neuen Menschen ist, vernichtet seine Menschen. Im Februar 1936 stirbt Iwan Pawlow an einer Lungenentzündung, umgeben von der Familie und seinen treuen Schülern. Er wird mit militärischen Ehren wie ein Nationalheld beerdigt. Hinter seinem Sarg gehen hochrangige Funktionäre und berühmte Wissenschaftler. In Pawlows Nachruf steht, seine Theorie wird zum Banner der sowjetischen Wissenschaft. Nach seinem Tod
wurde die Pawlowsche Lehre dann so in den Status einer Art Religion erhoben. Pawlow wurde tatsächlich zu einer Ikone in diesem Schrein der Sowjetideologie, direkt unter Marx, Engels, Lenin. Seine Wissenschaft sollte jetzt verwendet werden als eine neue Lehre vom Menschen. Anlässlich Pawlows 100. Geburtstag finden in Moskau und Leningrad Festveranstaltungen statt, die eher an Parteitage erinnern. Zur Eröffnung der Tagung erinnert der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Wawilow, an Pawlows Theorie. Unser Staat baut eine neue Gesellschaft auf fester Wissenschaftsbasis auf. Ein unentbehrlicher Teil davon ist Pawlows Lehre. Es lebe der Führer und Freund des sowjetischen Volkes, der große Stalin, der uns zum Kommunismus führt. Überall im Land werden viele Denkmäler zu Ehren von Iwan Pawlow errichtet, fast immer mit seinem berühmten Hund. Anfang der 20er Jahre verlangen die Bolschewiken von Pawlow, die Lehre von Hunden nicht auf Menschen zu übertragen. Doch in den 30ern kommt die Umkehr. Pawlows Lehre wird zur wissenschaftlichen Basis des grandiosen Sozialexperiments zur Züchtung des neuen Menschen im Labor namens Sowjetunion erhoben. Die Zeiten des sowjetischen Totalitarismus sind inzwischen Vergangenheit. Doch das Erbe dieser Zeit ist noch immer greifbar nah. Teilweise lebt es in den ehemaligen Sowjetmenschen weiter fort. Obwohl die Züchtung eines neuen Menschen gescheitert ist, waren die Bolschewiken dennoch erfolgreich. Alle, die im sozialistischen System der UdSSR aufgewachsen sind und da lebten, haben es gefühlt. Die sowjetische Realität bewirkte bei Millionen von Menschen, glücklicherweise nicht bei allen, bedingte Reflexe mit fortwirkender Prägung. Als Folge entstand ein Wesen, das man heute als Homo sovieticus bezeichnet. Es bleibt die Hoffnung, dass die zukünftigen Generationen von ähnlicher Prägung verschont bleiben. Was verband den Großmufti von Jerusalem mit den Nazis? Nächste Woche decken wir eine unbekannte Geschichte des Dritten Reiches auf. Bis dann.